Ja, schön, dass ihr da seid. Der Max hat es ja vorhin schon gesagt, es geht eher um ein Denklabor oder eine Denkwerkbank. Max und ich arbeiten ja bei derselben Firma, den Quality Minds hier in Nürnberg, und haben öfters mal eigentlich gefühlt viel zu selten die Möglichkeit, uns einfach auch hinzusetzen und gemeinsam nachzudenken, entweder am Parkplatz, wenn man eigentlich schon auf dem Heimweg ist, oder sonst vor dem Whiteboard. Jetzt beim letzten Mal war es das Whiteboard im Nachgang zu unseren Teamtagen. Und zwar war so eine Themen im Raum stand, dass sich in den letzten, wir fassen es jetzt mal historisch sehr schwammig und weit, Jahrzehnten bis Jahrhunderten einiges geändert hat, in der Hinsicht, was so die Grundlagen des, Max, du hilfst mir, wenn ich es jetzt ein bisschen zu holzschnittartig wiedergebe, aber so ein bisschen die Grundlagen dessen sind, was wir für lernwürdig und vor allem auch Methodik, wie wir lernen, betrifft. Also wir haben das versucht, eigentlich dachten wir, wir machen hier, wir wiederholen das nochmal, wir entfalten das so via Whiteboard und denken mit euch gemeinsam nach, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig für alle, die jetzt online mit dabei sind. Von daher haben wir es schnell auf ein Muralboard gepackt, und ich hoffe, alle, die wollen, können darauf zugreifen, aber der Max zeigt es ja hier auch. Und vielleicht so als erstes Intro, ihr seht da schon drei Spalten, also das, was wir so nach und nach abdecken wollen, um so einfach ein bisschen euch da durchzuleiten, sind jetzt alles so Überlegungen, und ihr könnt selber auch was dazu posten oder auch hier einfach was sagen. Und die Idee ist so grob, drei Schritt historisch von links nach rechts mit euch durchzumachen, aber es kann auch vielleicht ganz anders sein. Anhand von verschiedenen Kategorien, die dann in der allerersten Spalte von oben nach unten zu lesen sind. Also ihr seht schon in oben mit diesem gelben Sticky Notes, da haben wir an der dritten Station Fragezeichen. Wir haben einige Kandidaten, aber vielleicht habt ihr auch tolle Vorschläge, vielleicht ist aber auch alles irgendwie null und nichtig. Aber so grob den Sprung zu machen von irgendwie kommen wir scheinbar aus etwas sehr groß, aus gesellschaftlichen Zeiträumen, wo der Fokus sehr stark auf Wissen gelegt wurde. Und der Zugang zu Wissen hat sowas wie dieses Zitat Wissen ist Macht geprägt. Also wenn man jetzt in Jahrhunderten denkt, würde ich sagen, Zugang zu Wissen, Stichwort Aufklärung. Ja, es gab halt Adel und Klerus, die zum Beispiel eine Möglichkeit überhaupt hatten, schreiben zu lernen oder lesen zu lernen, Zugriff auf Wissen zu erfahren. Und ihr kennt es vielleicht noch, je nachdem, wann ihr sozialisiert seid. Also ich kenne es auf jeden Fall, dass in meiner Grundschulzeit schon noch sehr stark den Wert auf Auswendiglernen gelegt wurde. Dinge verinnerlichen, obwohl ich sie ja vielleicht auch hätte wo nachschlagen können. Und dann der Wechsel wir haben es jetzt mal so grob in die 90er Jahre verlegt, wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Digitalisierungsschub, dass eben Wissen omnipräsent verfügbar war oder zu omnipräsent verfügbar, Stichwort Wiki, Stichwort Digitalisierung, Nachschlagewerke, und dann der Fokus mehr auf Kompetenzen gelegt wurde, wo du vielleicht was dazu legen kannst, also dieser Shift zum kompetenzorientierten Lernen. Ja, also genau, wenn man sich so betrachtet, ne, wie Manu schon gesagt hat, von links nach rechts geht eigentlich der Zeitstrahl im Endeffekt. Und was ich damals an der, oder woran ich so ein Stück weit geforscht habe an der Uni, also ich war 3,5 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Uni, an der FAU, und habe mich mit internationaler Bildungsforschung beschäftigt. Und was man eben gesehen hat, in den Ende der 90er Jahre, mit dem Aufkommen des Internets und so weiter, ist Wissen sozusagen immer weiter in den Hintergrund gerückt, was dann, ich weiß nicht, ob es jetzt der ausschlaggebende Punkt war, was sozusagen mit in dieser Entwicklung von Wissen hin zu Kompetenzen eben auch eine wichtige Rolle gespielt hat, war dann gerade im europäischen Raum der Bologna-Prozess an Hochschulen, wo man das eigentliche System weg von wir vermitteln Wissen im Endeffekt hin zu kompetenzorientierten Lernen gesehen hat, also Bachelor-Master-Studiengänge und so weiter, weil, oder beziehungsweise eine der Entwicklungen, die da eben mit dabei war, wie Manuel schon gesagt hat, Wissen wurde letztendlich durchgängig zugreifbar. Also ich kann von überall aus mittlerweile auf irgendwelche Wissensbestände zugreifen, kann mir dort gegebenenfalls sogar auch Wissen aneignen, und hat eben gesehen, es wird eigentlich wichtiger zu wissen, wo was steht, und mit diesem Wissen dann eben auch in unterschiedlichen Situationen, in verschiedenen Situationen anzuwenden. Weshalb eben dieser Kompetenzbegriff nach wie vor im Mittelpunkt unserer oder im Mittelpunkt des Bildungsbereichs eigentlich steht und eben auch im Mittelpunkt dessen steht, was wir irgendwie auch im Corporate-Bereich machen. Also eine interessante Publikation dazu, die auch nach wie vor interessant ist und nach wie vor auch den Kern des Ganzen trifft, ist tatsächlich eine von
Lauter und Ehrenpeck, die mit dem Titel Stopp die Bildungskatastrophe, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und die beschreiben eben, dass wir den Weg gehen müssen von der Wissensgesellschaft hin zur Kompetenzgesellschaft, weil einerseits die Komplexität in der Gesellschaft zunimmt und es eben nicht mehr nur reicht, beispielsweise ein Best Practice in einem bestimmten Bereich zu kennen, sondern wir sozusagen eigentlich viele Good Practices können, kennen, anwenden, lernen müssen. Genau. Und mit KI letztendlich, das ist sozusagen dann die letzte Stufe oder die nächste Stufe, die da im Endeffekt steht, stellen oder haben wir uns die Frage gestellt, was jetzt eigentlich kommt oder was als nächstes kommen könnte. Auch aus dem Grund, oder beziehungsweise bin dann auf den Begriff der Educability gestoßen. Das ist ein. Oder hier. Bisschen höher. Okay. Dann halte ich es mal so, vielleicht geht es dann besser. Genau, und was ich ein super interessantes Buch finde, heißt Being Educable von Leslie Weiland. Mensch, der ziemlich viel sich mit Machine Learning und Lernen und eben im technologischen Bereich auseinandersetzt. Der hat 2010 auch den Turing Award gewonnen und der sich jetzt mittlerweile damit eben beschäftigt. Einerseits mit der Frage, was unterscheidet uns von, also was unterscheidet uns Menschen von künstlicher Intelligenz? Und der hat jetzt sozusagen ein neues, in Anführungszeichen, neues Konzept ins Leben gerufen. Er nennt es Educability. Und es geht so ein bisschen einher mit ein Stück weit mit Metakompetenzen, aber was Educability eigentlich meint, ist die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und Informationen dahingehend zu verarbeiten, diese möglichst schnell zu verarbeiten. Und dass das ein ganz zentrales Unterscheidungsmerkmal ist, was uns Menschen noch von künstlicher Intelligenz unterscheidet. Nämlich, dass wir die Möglichkeit haben, ganz gezielt auf Wissen zuzugreifen und uns auch in relativ kurzer Zeit dieses Wissen anzueignen und damit irgendwas anzustellen. Und genau. Jetzt würde ich sagen, dass wir die einzelnen Bereiche noch ein bisschen einfach. Zeigen. Genau, das Motto habt ihr schon gesehen, was wir so mal versucht haben, in Anlehnung dazu zu formulieren. Dann, was wären so typische Artefakte, sagen wir jetzt mal, für diese Paradigmen, nennen wir es mal so, auch zu, als Vorschlag, den man diskutieren kann. Für die, sage ich mal, für die Wissensgesellschaft, ihr kennt vielleicht so seit der Aufklärung dieses große, große französische Enzyklopädie-Projekt, wo die Idee war, wir sammeln mal alles Wissen, was wir haben, an einem Ort und dann ist es allen Menschen zugänglich und dann sind wir selber mündig, auch zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, auch politischer Ebene. Also sowas wie Lexikon, Lehrbuch, Dinge, die man eben nachschlagen. Also dieses drei klassische Gelehrtenwissen, das denke ich schon noch ins 20. Jahrhundert gestrahlt hat. Als digitales Artefakt dann eben für die Kompetenz, für das Kompetenzparadigma würden wir sagen, die Google-Suche. Ne? Also auch, wie du es gesagt hast, Max, man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht. Ich muss die Kompetenz haben, mich selber das Wissen aneignen zu können zu dem rechten Zeitpunkt. Da würde ich auch zum Beispiel so Dinge reinstellen Performance Support und solche Dinge. Man sagt, also eigentlich brauchen wir nur die Schnittstellen für den Menschen zu den Wissensartefakten. Aber wichtig für den Menschen selber, das muss er können, sind die Kompetenzen. Also zum Beispiel in verschiedenen Kontexten Dinge übertragen, anwenden. Und deswegen auch hier so als ein Artefakt ist die klassische Skill-Matrix, wo man sagt, also du bist in der Rolle XY in unserem Unternehmen unterwegs, dann machst du selber deine Kreuzchen, die Eigenschaften brauchst du in der Rolle und deine Führungskraft macht dir vielleicht mit der Idee, naja, jede Rolle in unserem Unternehmen, jeder Mensch, der diese Rolle hat, muss ungefähr dasselbe Skillset haben. Und das ist was, wo Max und ich sagen, wahrscheinlich nicht in der künftig. Also jetzt so ein banales Beispiel wie der Scrum Master in der einen Business Unit oder in dem einen Unternehmen braucht vielleicht kein größeres Wissen über KI, weil er eng mit Menschen zusammenarbeitet, die jetzt nicht im technischen Bereich arbeiten oder wie auch immer. Der nächste Scrum Master vielleicht schon. Also alles so hypothetisch gedacht. Also die Idee, da haben wir später auch eine Kategorie, diese Realisierbarkeit. Man muss in der und der Rolle das und das können. Das wird wahrscheinlich eher fluide oder zumindest sieht es jetzt danach aus. Genau, für dieses Paradigma, das jetzt vielleicht gerade anbricht, sind eben Large Language Models, Copilots,
KI-Agents und so weiter. Und das hat jetzt für die nächsten Stationen noch ein bisschen Auswirkungen. Genau, Max, kannst du es entblättern? Genau. Und wenn man das eben, wie wir auch schon angesprochen hatten, aus lerntheoretischer Perspektive irgendwie betrachtet, dann gibt es da jetzt unterschiedliche, ja, man könnte sagen, Ansätze, Methodiken, wie auch immer man das, Methodologien vielleicht sogar hat, die in den unterschiedlichen zeitlichen Abständen oder Bereichen irgendwie zentral oder maßgeblich waren. Früher wurde viel auswendig gelernt oder mehr auswendig gelernt, es wurde sich Wissen angeeignet. Was vielleicht auch ganz interessant ist an der Stelle, ist sozusagen, es gab meistens, gerade wenn man auch in den Ausbildungsbereich Unternehmen denkt, es gab halt einen Weg, wie man das Ganze macht. Und diesen Weg hat man irgendwie gelernt, den hat man sich angeeignet und dann hat man das eben so Sachen hergestellt oder wie auch immer, diesen Beruf eben ausgeübt. Wir waren bei einem Vortrag vor ein paar Wochen. Und da gab es zum Beispiel für die Kriegsindustrie in den USA, weil die auf einmal so einen wahnsinnigen Produktionsschub hinlegen mussten, so kleine Karten. Und da wurde für einzelne Industrieprozesse genau einen Weg definiert, wie jeder Mitarbeiter zu arbeiten hat. Und da war so die Idee, wenn es jemand nicht schafft, dann klagt nicht den an, der gerade die Bedienung nicht hat, sondern dann hast du es nur nicht richtig vermittelt. Und da war so die Idee, du kannst es quasi so wie so ein Programm abarbeiten. Ja. Und eben mit der zunehmenden Komplexität oder vielleicht auch Verkomplizierung von Prozessen, weil ja jetzt ständig neue Anforderungen irgendwie auf uns einprasseln, ne? Dann kam das Internet auf einmal dazu, irgendwie es wurden ganz andere Kompetenzen notwendig und das Feld, in dem man irgendwie tätig werden kann, wurde immer breiter. Deswegen sieht man dann in der Mitte, es geht halt eher dann sozusagen das Paradigma des Verstehens, Fachkompetenzerwerb, weil Wissen eben frei zugänglich ist, gerade dann auch so die Definition nach Weinert, wenn es eben um den Kompetenzbegriff an sich geht, ne, also Problemlösekompetenz, zu sagen, ich kann etwas Gelerntes in unterschiedlichen Situationen anwenden und darüber dann hinaus eben auch kollaborieren, was aktuell immer noch ein ganz zentraler Punkt ist, hinsichtlich zu einer Zielorientierung, basierend auf Werten und Normen. Und das ist, was mir wichtig ist an dieser Aufstellung, die wir da gemacht haben, das ist eigentlich immer als Erweiterung zu verstehen. Ne? Also es ist nicht so, dass die eine Spalte jetzt die vorherige ablöst oder so, sondern es wurde letztendlich, was wir sehen, also der Wissenskomplex wurde letztendlich durch Kompetenzen erweitert. Das heißt, wir haben sozusagen diesen Bereich geöffnet. Ne? Also Wissen ist immer noch ein essentieller Bestandteil von Kompetenzen, aber es wurde eben nochmal erweitert, auch gerade eben, wie gesagt, im Bildungsbereich. Und jetzt sind wir in dem Bereich, oder was wir jetzt auch im Moment feststellen, das ist alles irgendwie eigene Beobachtung mehr oder weniger, wo man sagt, eben Selbstregulation und Selbststeuerung nehmen definitiv zu, gerade auch jetzt, wenn man sich im Bereich mit KI beschäftigt. Es gibt halt einfach nicht die KI-Schulung, die ich mir irgendwie kaufen kann und dann werde ich da im Bereich KI dahingehend geschult, dass ich das super gut in meinem eigenen Arbeitsbereich anwenden kann, sondern was wir im Moment sehen, es gibt viele Experimentierstätten. Es gibt KI-Werkstätten, in denen sich Menschen anmelden können, in denen sie Menschen wirklich aktiv damit experimentieren können, zu schauen, was ist für ihre eigene Arbeit eigentlich wichtig, was könnte interessant sein und das eben zu sagen, die Verantwortung rutscht noch mehr in den Bereich der Mitarbeitenden letztendlich. Man kollaboriert auch dahingehend, weil das Thema eben entsprechend komplexes, würde ich mal sagen, was so viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten gibt, weil man viel voneinander lernen muss und auch einerseits natürlich, weil sich in bestimmten Bereichen noch keine wirkliche Expertise ausgebildet hat, wo man sagt, ich kaufe mir jetzt mal einen Experten XYZ, der erklärt mir, wie das geht und in 2 Wochen kann ich das dann für mich anwenden. Und so mit dem Stichwort, ich habe immer so einen Karlauer, also ich liebe den Titel von der LostCon dieses Jahr. Aber vor dem Ding, ich habe immer zu Max gesagt, eigentlich ist KI nicht nur ein Wissensgefährte, sondern ein Kompetenzgefährte. Und das hat, glaube ich, Auswirkungen, haben wir auch versucht, mal hier so zusammenzuschreiben. Es sieht vom Layout nicht ganz so toll aus, weil wir es einfach aus unseren Notizen Copy-Paste gemacht haben. Weil, wie gesagt, wir hatten gehofft, dass wir mit euch hier schreiben können. Aber was ich damit meine ist, ich glaube, wir müssen, also die von uns, die perspektivisch oder jetzt schon mit KI zusammenarbeiten, einige Punkte übernehmen, die früher so, ja, die Führungskräfte hatten, weil wir müssen auf einmal die Kompetenzen von so KI-Tools einschätzen. Wir müssen Risikobewertung vornehmen. Kann ich das einer KI geben oder nicht? Wie arbeite ich mit denen zusammen? Also sprich sowas wie delegieren. Ich muss da up-to-date bleiben.
gar kein Mitarbeitergespräch jetzt mit KI führen, aber doch so ein bisschen gucken, kann das KI-Tool das, was ich möchte, damit verbunden, das ist jetzt wirklich nur ein ganz grober Vergleich, aber immer so die Frage wie mit dem Taschenrechner, welche Rechenarten muss ich im Kopf noch durchführen können, weil ich es wirklich, wirklich brauche und welche Kompetenzen kann ich verkümmern, weil ich sage, ich habe eh immer überall hier am Tisch liegen Rechenmöglichkeiten. Ja, das ist kein großes Risiko, dass ich mal in eine Situation komme, wo es geschäftskritisch nicht größer ist, schnell in einer kurzen Zeit agieren zu können. Wie gesagt, das ist nur eine Analogie. Aber auch da so glaube ich, das ist was, was einige Personengruppen künftig sehr schnell abwägen können müssen. Kann ich diesen Teil meiner Produktionskette, meiner Arbeit in dem Software-Team, wo Max und ich oft mit zusammenarbeiten, kann ich da einen Co-Pilot mit dazu nehmen? Kann ich, wie sehr muss ich reviewen, was mir die KI liefert? Wo kann ich es mir gar nicht leisten zum Beispiel? Und das sind, sage ich mal, eben so Metakompetenzen, haben wir es jetzt mal genannt, die dann zunehmend vielleicht an Bedeutung gewinnen. Das ist jetzt alles natürlich spekulativ. Wir haben auch noch ein fancy Beispiel aus meiner Vergangenheit. Der Martin weiß, wir teilen unsere geisteswissenschaftlichen Studiengänge. Und da überlegt man sich, wo verdiene ich zukünftig mein Geld? Deswegen habe ich rechtzeitig meinen Taxischein gemacht. Kein Witz, das war wirklich ein Taxischein. Und wir haben das mal so als kleines Beispiel, wenn du reinzoomen kannst, jetzt gerade sehr klein ist. Also vielleicht ganz klassisch so in der ersten Zeit. Ich habe das Ende der 90er gemacht. Nee, stimmt nicht. Anfang, ja, gerade 2000. Genau, aber die Idee ist natürlich, du brauchst einen Beförderungsschein, du musst aber wirklich Straßen auswendig büffeln. Also es gab drei Kategorien. Straßen, Routen, Point of Interest, also sowas wie Dialysezentren oder so. Wenn der jemand reinspringt und sagt, bring sie mich schnell zum nächsten Dialysezentrum, musst du als Taxifahrer wissen, wo das nächste ist. Du darfst jetzt nicht zu irgendeinem fahren, das ist dir bekannt. Sowas wird eben abgeprüft und dann hast du eine Qualifikation, Haken dran. Die wird aber ständig erneuert, also musst du alle 5 Jahre das auffrischen. Natürlich musst du die Regeln des Personenverkehrs beherzigen. Das ist jetzt nicht wie bei Uber oder so, weil es halt nicht privatwirtschaftlich ist, sondern du hast einen Verkehrsauftrag als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs und du musst dann halt eben dich regelmäßig auch auf den Prüfstand stellen. Ja. Genauso mit der Kompetenz. Das, auch da ist natürlich das jetzt nicht wie, keine Ahnung, wie eine Mietdroschke, wie es in Deutschland so schön hieß, wie im Kaiserreich, so, sondern auch da ging es ja weiter in den 90er Jahren und so, ne, aber da fing es dann schon an, dass du meinetwegen, da wurde in Deutschland jetzt noch nicht nur liberalisiert, aber du musst, klar, die Navis haben Einzug gehalten und so, ne? Das war dann schon auch ein Teil und man konnte sich zunehmend mehr auch absprechen oder austauschen via Chat mit anderen. Und so die dritte Station, die wir jetzt halt sehen, ist sowas, naja, klar, in San Francisco sind schon die ersten führerlosen Taxis unterwegs, vielleicht noch mit jemand, der zumindest jetzt so bei autonom fahrenden Bussen, ein Kunde von mir arbeitet da dran, wo sind die, glaube ich, wo Mitteldeutschland, Kassel möchte ich sagen, aber das stimmt nicht. Aber jedenfalls, auch da sitzt noch ein Fahrer mit dem Bus, der ist aber nicht mehr aktiv, sondern der greift nur noch ein. Oder was man sich gut vorstellen könnte, im deutschen Straßenverkehr beim Taxifahren, dann sagt, naja, ja, ist möglich, dass ich teils irgendwie mit einem Assistenten automatisch fahre, teilweise wird es aber vielleicht auch nicht möglich sein. Der Fahrer im Auto muss entscheiden, wann er den Assistenten einschalten kann oder nicht, oder wann der fahrfähig ist oder nicht. Oder eben zum Beispiel durch eine Remote-Betreuung. Also so setzen auch das Beispiel ist jetzt nicht, deckt nicht alle Aspekte ab. Aber uns war wichtig zu zeigen, naja, eben, da tut sich gerade was und es bedeutet ja auch was für, sage ich jetzt mal, unser Metier, wo wir Leute unterstützen, up-to-date zu bleiben in dem, was eben die Wertschöpfung auch in dem Unternehmenskontext ausmacht. Und vielleicht noch als letzte Inspiration, und dann ist eigentlich uns wichtig, dass wir uns austauschen, ist die, vielleicht kennen einige von euch das Kinefin-Modell. Mal rauf, Rolls, genau. Max, da kannst du vielleicht am besten was zu sagen. Genau, also das Kinefin-Modell von Dave Snowden. Kinefin, CY, Kinefin, walisisch, aus Wales, genau. Und dieses Modell letztendlich beschreibt, könnte man sagen, Situationen oder unterschiedliche Domänen, in denen man Situationen einigermaßen gut mehr oder weniger einteilen kann. Natürlich sind diese Grenzen irgendwie fließend letztendlich. Aber es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten, Situationen, in denen man sich befindet, zu kategorisieren letztendlich. Es geht von simple, hier steht es clear, es geht von simple über kompliziert, über komplex hin zu chaotisch.
Chaotische Situation wäre beispielsweise ein Feuerwehreinsatz. Also wenn ein Haus brennt, dann ist der Einsatz für die Feuerwehr in erster Linie chaotisch, weil wenn eine Feuerwehr an den Ort kommt, sozusagen nicht genau weiß, wie die Situation einzuschätzen ist, was gerade passiert, kann ich ins Haus rein, wie muss ich löschen, unten, wie auch immer. Was wir aber sehen, oder beziehungsweise was uns jetzt sozusagen aufgefallen ist, letztendlich, nachdem wir uns mit dem Modell auseinandergesetzt haben, dass wir, wenn wir dieses Modell letztendlich mit den drei Bereichen simpel, kompliziert und komplex mit hinzulegen, auch dahingehend sehen können bei diesem Modell, dass wir, wenn wir es sehen, oder wenn wir uns das anschauen über die Zeit, dass wir immer wieder, und das ist auch sozusagen eine der Entwicklungen in unserer Gesellschaft, immer weiter von simpel hin zu komplex, hin zu überkomplizierten, hin zu komplexen Situationen unterwegs sind. Also unsere Situation, unser Arbeitsalltag, unser Berufsalltag wird zunehmend komplexer, einfach aufgrund der Fülle von unterschiedlichen Tools, die wir anwenden können, beispielsweise im digitalen Bereich und so weiter und so fort. Und damit einhergeht eben auch, dass die Generalisierbarkeit von Lerninhalten abnimmt. Also das heißt, ich kann viel weniger gut einen Best-Practice-Ansatz irgendwie dem anderen mitgeben, den derjenige auch wirklich in seinem alltäglichen Doing anwenden kann. Geht dann mit den Kompetenzen letztendlich ein Stück weit besser, wo wir sagen, okay, Kompetenzen ist für mich jetzt der Bereich, wo ich sage, Kompetenzen ist was, das ist eher was für Good Practices, wo ich halt eine unterschiedliche Bandbreite an verschiedenen Ideen habe, wie ich ein Problem lösen könnte und das dann auf unterschiedliche Situationen anwenden kann. Und im komplexen Bereich ist es eben so, dass ich letztendlich erstmal vor einer Situation stehe, die mir so vielleicht noch nie widerfahren ist. Also beispielsweise setzt du jetzt, also wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, setzt du jetzt mal ChatGPT vielleicht ein für die Tätigkeiten, die du sonst immer durchführst. Und das heißt eben auch, und das ist das auch, was wir aktuell sehen, der Bedarf, also während die Generalisierbarkeit von Lerninhalten abnimmt, nimmt sozusagen der Bedarf an Selbststeuerung zu. Genau. Seit der Werkbank steht allen offen. Das war jetzt, also das war sozusagen unser Gedankengang, wie wir zu, da hingekommen sind. Und wie Manu schon gesagt hat, wir denken gerne über viele Sachen nach, auch philosophieren auch gerne über irgendwelche Sachen und so weiter. Und ja, mich würde es einfach interessieren, was, ob euch irgendwas in den Sinn kommt, was ihr jetzt dazu sagen wollen würdet oder so halt. Vielleicht die Geschichte. Genau, mein Punkt ist, also ein Punkt, wo es dann doch ein Ticken praktischer werden dürfte, ist, dass mich immer wieder mal auch Kunden fragen, so, ja, aber Manuel, was sind denn jetzt die Future Human Skills? Was brauchen wir als Menschen für die Zukunft? Weil, also Kunden in dem Sinne sind dann Leute im L&D-Bereich bei Unternehmen. Brauche ich jetzt noch dieses und jenes Soft-Skill-Modul präsentieren denn die Kollegen die noch selber oder drücken die halt nur noch auf Play auf eine irgendwie generierte Präsentation? Ist jetzt fiktiv so, aber so in die Richtung geht's. Und die Frage ist schon zu schauen, genau, was sind denn, also das war so ein bisschen mein Punkt, durchzuspielen, wenn wir das extrapolieren, sicherlich spekulativ jetzt in die Zukunft, aber was sind denn so Kandidaten, wo ich sage, da liege ich nicht falsch mit. Wenn ich das kann, ist die Wahrscheinlichkeit Stand heute vielleicht nicht verkehrt, dass ich damit ja, Mehrwert fürs Unternehmen stiften kann oder auch für mich in meiner Tätigkeit das nutzen kann, was eben nutzbar ist an KI. Ich weiß nicht, ob das ist weniger eine Frage als mehr. Ja, doch, die Frage ist die eigentlich, was sind so die Human Future Skills, die wir brauchen? Und ich glaube, dass die eher auf diesem Meta-Level anzusiedeln sind. Eher. Schon auch natürlich hier und da muss mal jemand ein Code-Review machen können. Ne? An der Hand. Oh ja, sorry. Sabine. Hi. Ich wollte einfach sagen, ich glaube, die Mischung wird die Zukunft werden mit der Metranne, weil die Kinder lernen ja tatsächlich erstmal nur auswendig, weil die können ja noch nicht lesen. Die wissen ja auch noch nicht, wo es stehen könnte, weil ohne Lesen kann man es ja nicht dementsprechend machen. Dann bekommen sie Kompetenz, ich kann lesen, damit, oh, wo steht denn irgendwas mit dabei mit dran? Und wir haben gerade in der letzten Schulkonferenz mit der Direktorin diskutiert, besser gesagt, sie hat den Vorschlag gebracht, in allen Nebenfächern keine Klausuren mehr zu schreiben, weil die Skills braucht kein Mensch mehr, sich Chemie auswendig zu lernen, weil du brauchst nur ein YouTube-Video angucken, zu sagen, hey, wo steht denn was? Wie mache ich denn was, außer derjenige, wo es studiert? Die Skills sind nachher aber tatsächlich zu sagen, hey, wie präsentiere ich denn das, was ich gefunden habe? Von dem her war ein guter Ansatz. Thomas?
Da würde ich jetzt ganz gerne einhaken, weil mir platzt gerade der Kopf. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Erstens, ich bin Lehrer. Zweitens, ich war Medienberater, verantwortlich dafür, dass Schulen tatsächlich den Umstieg schaffen Richtung Kompetenzorientierung und dann aber Medienkompetenz, kreatives Denken, Kooperation und so weiter und so fort. Also die 4K, um eine Antwort auf die VUCA-Welt zu finden. Dann bin ich in die Fortbildung gegangen, bin Trainer, Moderator geworden, kümmere mich jetzt darum, dass Schule Verständnis dafür bekommt, warum Agilität in einer komplexer werdenden Welt Sinn macht. Jetzt bin ich da auch Trainer und mache KI-Fortbildung und Agilität, also ziemlich viel. Und wenn ich jetzt quasi so eure drei Stufen des Wachstums, der Entwicklung so sehe, muss ich dann sagen, ja, also Bulimie lernen ist in der Schule leider immer noch da, obwohl wir jetzt den Kompetenzbegriff eingeführt haben vor x Jahren. Da hat sich also am Lernen des Gleichschrittes leider nicht viel getan. Wir haben auch ein Modul entwickelt zum selbstregulierten Lernen, einmal ohne und einmal mit KI. Auch da gucken uns teilweise die Leute in den Schulen an und sagen so, ja, ist ja ganz nett, aber ne, das ist ja jetzt irgendwie nicht auf alle überzustülpen. So, und dann habe ich die nächste Perspektive, wieso mir der Kopf platzt, nämlich zum einmal das Lernen der Kinder, logischerweise, weil das die Voraussetzung für die ist, die dann da quasi in 10 Jahren im Unternehmen ankommen. Und auf der anderen Seite aber auch unser organisationales Lernen als Schule. Weil das reicht halt nun mal jetzt nicht mehr, dass man 2 pädagogische Tage im Jahr hat und sich da irgendein Thema drauf schaufelt. Also wir brauchen jetzt wirklich das Lernen, dass das so wie hier die Lerncommunity letzten Endes aufgebaut ist, das braucht dieses Selbstverständnis, diesen Eigenantrieb und die Motivation. Und dann kommen wir natürlich mit den strukturellen Rahmungen im Bildungsbereich an ganz, ganz große Probleme. Kopf platzt auch, weil ich komme aus Dänemark, aus Finnland und sehe, wie die da ticken und wie die da einfach machen, weil das ne, pragmatisch logisch ist und guckt mir dann an, hier in Deutschland so. Ne, deswegen, also ich finde das jetzt einen ganz spannenden Punkt. Deswegen bin ich auch so interessiert, jetzt hier an eurer Perspektive aus der beruflichen Welt, ne, wie das organisationale Lernen tatsächlich mit KI jetzt hier die möglichen Antworten geben kann. Und da bin ich interessiert, wie motiviert ihr denn deinen Betrieb, dass man selbst organisiert wird? Weil auch die Fragen nach Arbeitszeiten. Darf ich kurz darauf antworten? Also erstens, ich nicke heftig, meine Frau ist Grundschullehrerin auch noch in Bayern, da ist manches noch ein bisschen spezieller. Bist du Lehrer in Bayern? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es da läuft, aber also von daher, ich nicke, ich hatte auch gestern noch mit dem Referenten des ersten Talks ein kurzes Gespräch, so auf dem Heimweg, weil der Punkt ist, glaube ich, die Challenge jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, was das Betriebliche betrifft, aber da nehme ich Lehrerinnen und Lehrer mit rein, ist, wir müssen ja in Projekten überall unsere Kundenzufriedenheit herstellen mit den herkömmlichen Mitteln und gleichzeitig experimentieren mit den neuen Mitteln. Und genau das ist die Frage nach der Zeit. Ein wichtiger Post neulich von Matthias Seiler, der, glaube ich, nebenan gerade seine Session hat, der auch gesagt hat, der hat, finde ich, ein gutes Statement, was die Einbindung von KI in formale Lernsettings eben auch die Schule betrifft. Und ich habe dann dazu gepostet, ich unterschreibe alles, Matthias, würde nur noch dazu geben, gebt den Lehrern genug Ressourcen in Form von Zeit, dass sie sich mit den neuen Technologien auseinandersetzen, weil es ist eben noch kein Standardding, so machst du KI mit einer 4. Klasse oder was. Oder du lässt es sein. So einfach ist es nicht heute. Genau, also das zu dem einen Teil. Und genau, du hast schon gemerkt, wir sind bei dem, was wir uns überlegt haben, Max und ich, eben von der betrieblichen Bildung hergekommen. Deswegen würde mich interessieren, vielleicht fehlt auch das an der einen oder anderen Stelle noch. Und ich würde sagen, also die schulische Perspektive meine ich sehr gerne mit eintragen, einfach auch hinschreiben oder wie auch immer. Und mir ist wichtig zu sagen, da wo ich jetzt schon mit Menschen zusammenarbeiten kann, also wo es darum geht, dass Unternehmen uns beauftragen, dass wir mit ihnen zusammen Lernangebote schaffen, dass Mitarbeitende KI erkunden oder explorieren, ist genau das, dass wir immer mit denen starten, die schon, sag ich mal, interessiert sind. Weil dann hast du so kleine Grüppchen, wo andere auf einmal schauen, die sitzen da wie hier so eine Glaswand. Ne? Man kann zwar schauen, es ist offen und transparent, die sitzen da jetzt jede Woche und machen ihr Dinge. So, was macht ihr so? Und dann streut es und man kann diffundieren, indem man sagt, es gibt eine Challenge. Jedes Mal, wenn ihr was Tolles entdeckt, schreibt ihr einen Blog. Ihr habt eine Multiplikationsaufgabe im Unternehmen. Und dann ist die Hoffnung, das wird sie jetzt wahrscheinlich erst die nächste Zeit so richtig zeigen, ob das nachhaltig dann wirkt, haben wir so kleine, nicht Leuchttürme, klingt immer so, aber so Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Fläche. Das ist jetzt, glaube ich, momentan für den Stand jetzt, wo wir uns befinden, ein ganz guter Zugang. Weil es schneller zu gehen scheint, als wenn L&D oder HR immer zentral irgendwas bereitstellt. Also wir enablen und versuchen zum Beispiel mit ihnen den Methodenkoffer aufzumachen,
dass du viel zusammengetragen, wie multipliziere ich mein Wissen? Das muss nicht immer eine Knowledge-Sharing-Session sein, es kann einfach mal Hands-on sein, Pop-Daton, was auch immer, aber einfach das Leuten mit an die Hand zu geben, und wir triggern das und sagen am Ende jeder Session, so, und jetzt seid ihr dran, wie bringt ihr das, was wir heute gemacht haben, in die Breite, und was davon ist überhaupt relevant? Und so könnte man vielleicht auch mit Lehrerinnen und Lehrern vorgehen, dass man sagt, Experimentierraum, unter der Voraussetzung natürlich, dass man Zeit hat. Ich weiß jetzt nicht, hatte ich nicht, glaube ich, was Also ich denke einfach laut, was das bei mir ausgelöst hat, und versuche dabei Deutsch zu sprechen, also ein bisschen Geduld. Genau. Was wir in der Schweiz haben, ist ja, die Berufsbildung hat einen sehr hohen Stellenwert, und wir haben dieses schon fast duale System, also Berufsbildung und sowohl akademische Bildung. Ich habe beides genießen dürfen und bin auch in beiden Systemen noch unterwegs. Und was mir auffällt im akademischen Bereich, ist man oft dann mit Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und so weiter. Und dann schreibt man da noch 2-3 Sätze dazu, bleibt aber bei diesem abstrakten Level so ein bisschen. Und was ich an der Berufsbildung faszinierend finde, ist, ich möchte den Kompetenzbegriff noch um Handlungskompetenz erweitern. Weil da denkt man immer von einer konkreten Handlung aus, die dann die jungen Personen ausführen sollen und erfolgreich, also ein Problem, das erfolgreich bewältigt werden soll. Und immer ganz konkret. Und von dort buchstabiert man dann zurück quasi zu der Kompetenz. Und dann der Prozess, wie das erarbeitet wird, ist quasi Fachleute aus dem jeweiligen Bereich, sagen wir jetzt Informatik, Berufsausbildung. Fachleute kommen zusammen und werden dann quasi geführt von so einer Person, die das moderiert, facilitiert, und die Überlegung ist, okay, was brauchen die Leute jetzt und in den nächsten 5 Jahren? Also welche Handlungen müssen sie erfolgreich ausführen können? Und das ist dann die Möglichkeit, zurückzubuchstabieren und zu überlegen, was sind dann die Kompetenzen, was muss vermittelt werden und auch wie kann das geprüft werden? Also ich finde das einen recht spannenden Ansatz. Und natürlich, man ist dann nicht 10 Jahre voraus, 15 Jahre zurück. Vielleicht kann man so den nächsten Schritt oder die nächsten 2 Schritte antizipieren, und was sind Handlungskompetenzen, die dann wichtig sind. Einfach so laut gedacht. Genau. Habe ich 2 Meldungen erstmal schon gut, dann den Matthias und dann hast du das nicht, Thomas. Okay. Gut, ich wollte noch mal ganz kurz wegen der schulischen Bildung noch mal mit einwerfen, vielleicht auch einen Gedanke dazu. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wir sagen Selbstregulierung, aber passiert das nicht schon längst, dass die Kinder tatsächlich selber ihre Kompetenzen lernen? Also ich sehe das viel in der Entwicklung, die wir jetzt gerade in den letzten 2-3 Jahren, also auch unsere Kinder, wenn ich mal die betrachtet habe, die waren tatsächlich der Schule bei weitem voraus. In gewissen Kompetenzen, die sie sich angeeignet haben. Haben wir nicht hier jetzt in der Zwischenzeit ein System, was uns das mehr oder weniger aufdrängt, dass eigentlich Kinder tatsächlich über diese KI parallel zu diesem System anfangen, eine Kompetenz zu entwickeln und die Schule komplett abhängen? Also die Schule war schon vorher etwas abgehängt. Eben dieser nette Kommentar, ja, dann brauchen sie auch keine Chemie mehr zu lernen. Aber unsere Tochter studiert gerade Chemie, die hätte wahrscheinlich eine andere Meinung dazu. Aber da muss man ganz vorsichtig mit sein, glaube ich. Und ich glaube, diesen Übergang jetzt verdammt mal anfangen zu rennen und nicht mehr zu warten und zu schieben. Weil ich glaube, ansonsten verselbstständigt sich das ganze System. Und ich glaube, ansonsten wird es tatsächlich in die Richtung gehen, dass irgendwann mal Schule obsolet ist. Ich gebe auch mal die Hand, aber ich weiß, ich bin ganz... Genau, jetzt glaube ich, nach Wolfgang drin. Genau, den Matthias. Ja, okay. Hört ihr mich? Ja, sehr gut. Okay, also ich kann jetzt nur bestätigen, was gerade mein Vorredner, Namen habe ich leider eben nicht akustisch gehört, gesagt. Ich hätte 2 Fragen. Die eine ist bezüglich den Unternehmen. Ihr erwähntet ja gerade, dass ihr ein Unternehmen gebt, und ihr erwähntet ja auch, dass ihr dann, insgesamt brauchen wir ja Zeit, also nicht nur für Lehrer, sondern auch diejenigen, die es dann machen sollen. Ist es dann so, dass die Unternehmen euch von vornherein sagen, einen Zeithorizont geben, ihr habt jetzt, was ich, x Monate Zeit, oder sagt ihr, also wenn wir anfangen, dann brauchen wir x Zeit? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie ihr erwähntet ja vorhin einmal kurz Amerika oder auch die nordischen Länder, hier Skandinavien, wie machen die das denn? Ich meine, die sind ja von denselben Voraussetzungen, auch wenn sie da
hier und da ja uns in Anführungsstrichen voraus sind. Wie setzen Sie das denn um? Sowohl in Schule als auch in Unternehmen. Ich versuche es ganz kurz zu machen, damit wir hier unsere ganzen Gedanken nicht verlieren. Also Antwort 1, um das selbstregulierte Lernen, was unsere Kinder privat machen, aufzugreifen. Die Finnen haben zum Beispiel, oder die Schweizer ja teilweise auch an der Einheitsschule, die Selbststeuerung insofern, als dass die nicht das Lernen im Gleichschritt im Klassenraum machen, sondern dass die ihr Material themensortiert mäßig in einem Riesenregal haben und die Kinder haben halt in einem Zeitfenster die Aufgabe, dieses und jenes zu bewältigen, mit Muss-Aufgaben, mit Kann-Aufgaben. Dann holen die sich quasi ihre Badges und sie haben da schon selbst die Motivation gewonnen, zu sagen, okay, ich möchte in das Schulgebäude der Großen oder wie auch immer. Sie sind anders intrinsisch motiviert und sind halt nicht so die Fachlerner wie die Bulimielerner wie in Deutschland. Die andere Frage bezieht sich dann quasi auf das Strukturelle. Finnland hat ein nationales Core-Curriculum, also ein Kerncurriculum. Das ist relativ offen und weit gefasst. Und dann wird regional geguckt, dass dann da für die speziellen Ausrichtungen von Schulen oder wie auch immer Dinge ausgearbeitet werden. Und dann haben die Schulen quasi auch nochmal ihre feineren Curricula. Und da steckt ganz viel Offenheit, Vertrauen und Freiheit, Gestaltungsfreiheit drin. In Deutschland wollen wir natürlich alles von vorne bis hinten mit Paragraphen geregelt haben. Ja, das muss natürlich auch irgendwie manageable sein in einer Schule. Da wird kontrolliert, da gibt es Monitoring und so weiter und so fort. Und da ist es halt eben offener. Da guckt man auf die Kompetenzen der Kinder und richtet sich so danach auch aus, was man braucht. Und das ist eben dieser spannende, feine Unterschied, wo wir eben das Problem haben, dass unser Schulsystem in Deutschland so ein Tanker ist und mal eben nicht diesen Gedankengang mitgeht. Eigentlich bräuchten wir andere Kompetenzen, also lass uns mal und so weiter und so fort. Das, ja. Dann habe ich jetzt Thomas, mein Name und dann den Jan online. Sagt ihr noch was zu der Frage im Ausland bezüglich Unternehmen und Zeit? War die an uns gerichtet? War die an uns gerichtet? An euch oder alle insgesamt ins Auditorium? Also ich kann es kurz aus 2 Kundenprojekten berichten. Da war wir machen das gemeinschaftlich mit den Stakeholdern im Unternehmen, die uns beauftragen. Und zwar fragen wir, wie viel ist denn realistisch, dass wirklich genommen wird. Und bei dem einen Explorer-Projekt, wo ich jetzt kurz vorhin berichtet habe, da ist es so, dass wir 2+2 Stunden pro Woche verkalkulieren. Also 2 Stunden treffen sich die Leute in der Gruppe und 2 Stunden machen sie Dinge, die passen zu ihrem Vorwissen und für ihren Bedarf in der Abteilung, in der Business Unit, wo sie sitzen, gedacht sind. Und es scheint nicht unrealistisch zu sein. Aber es gibt natürlich Kontexte, wo Leute sagen, 4 Stunden pro Woche können unsere Leute dafür nicht investieren. Ja. Also wo wir immer vorgehen, dass wir tatsächlich mit den Stakeholdern und dann natürlich mit den Lernenden sprechen, passt das oder nicht. Und über welchen Zeitraum, halbes Jahr oder Jahr? Hat jetzt jemand was gesagt oder war das? Er hat was gesagt, aber ich habe es nicht verstanden. Okay, Matthias, wiederholst du es bitte nochmal, sorry. Diese 2 Stunden oder 4 Stunden, über welchen Zeitraum, halbes Jahr oder ein Jahr oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei den probieren wir es jetzt so, dass wir sagen, wir starten mit einer inhaltlich und von der Struktur der Session vorstrukturierten Form, evaluieren das. Die Phase 2 wird dann mehr in die Hände der Teilnehmenden, der Lernenden überlaufen, sodass die diese selbstregulierende nach und nach sich aufbaut, bis hin, dass am Schluss hoffentlich eine Core-Gruppe übrig bleibt, die als Netzwerk, Multiplikatorinnen-Netzwerk im Unternehmen bestehen bleibt. Das dann offen ist für Leute, die dazukommen, aber natürlich auch Leute, die sagen, so, jetzt habe ich das, was ich brauche und dann wieder rausgehen. Ich hätte gesagt, also meine Antwort wäre gewesen, solange es sinnvoll ist. Ja. Solange es sinnvoll ist, das ist, wir glauben immer, oder nein, ich beobachte immer, dass wir immer glauben, wir wissen, was die Menschen brauchen. Dass wir wissen, was für ein Ausbildungssystem, was wir in der Schule beibringen müssen. Wir streichen in der Schule Sport und Musik und wir brauchen das dringend. Ich weiß überhaupt nicht, was ich brauche oder wenn ich es lerne. Also ich brauche ein möglichst breites Wissen von der Schule schon weg, ja. Und wenn ich mir dann anschaue, was ich alles gelernt habe jetzt in meinem Berufsleben nur und wo ich dann sage, okay, hätte ich mich immer auf meine Chefs verlassen, was die mir gesagt haben, was ich lernen darf oder auf meine HR-Abteilung oder auf das Portfolio, was so immer da ist, ich wäre ja heute auch nicht hier, zum Beispiel. Ne?
Und wie ich das dann produktiv einsetzen kann, wie ich einen Nutzen habe für die Gesellschaft, für die Firma, für die Familie, für die Gemeinde, was auch immer, das erschließt sich oft teilweise erst Jahre später. Was ich auch spannend fand, ist, die Schüler hängen die Lehrer ab mit neuen Technologien, jetzt in dem Fall KI. Das war, mein Handy ist das genauso, das ist mit der Mikrowelle, das ist mit der Stereoanlage, das ist, kannst du zurückgehen und so weiter. Ich bin ja jetzt halt schon dauernd abgehängt werden. Also ich kann das jetzt sehr gut nachvollziehen inzwischen, wie ich früher meine Eltern abgehängt habe. ich habe keinen Weg dahin. Also was braucht es an Kompetenz? Ich glaube, wir brauchen eine Flexibilität und wir müssen zuhören, was der eine oder andere für sich identifiziert. Hey, das interessiert mich, das möchte ich lernen oder das brauche ich. Oder, und dann Strukturen schaffen, wo wir das ermöglichen. Und ich stelle für mich fest, dass ich bin in der Telekom, ich bin aber so ein bisschen freies Radikal, weil ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich wollte. Und ich habe immer das gemacht, mich so organisiert, wie ich das für richtig gehalten habe. Ich habe meinen Job selbst gebaut und lauter so viel. Entschuldigung, Teilzeit. Aber ich weiß auch, dass viele Menschen diese Wahlfreiheit nicht haben oder sich das nicht zutrauen. Und ich glaube, wir müssen die Menschen dahin bringen, dass sie enabled werden, das überhaupt selbst für sich zu erkennen, zu entscheiden und auch durchzusetzen. Okay, also ich weiß auch nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also vielleicht von meinem Hintergrund, ich war 17 Jahre in der Softwareentwicklung tätig und dann war ich einer der Ersten, die sich mit Agilität hier in Deutschland beschäftigt haben. Also seit rund 14 Jahren bin ich dann unterwegs in verschiedenen Frameworks, in verschiedenen skalierten Methoden. Dann kam irgendwann die HRler, die Organisationsentwickler, haben gesagt, oh, Agilität ist was ganz Tolles. So bin ich dann irgendwo in diesen HR-Bereich reingerutscht und wurde dann Organisationsentwickler. Und wir hatten dann die Fragestellung von unserer Geschäftsführung, wir haben nicht die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, die wir brauchen für die Zukunft. Forsche mal nach in unserem Unternehmen, was brauchen wir denn? Und wie können wir es uns vor allen Dingen aneignen? Und habe es gerade mal ein bisschen aufgemacht, was für uns so ein bisschen so die Ergebnisse waren, aber es war auch ein bisschen erschreckend, weil wir immer gesagt haben, HR-Bereiche arbeiten bedarfsorientiert. Also sprich, die gucken nicht in die Zukunft, sondern die gehen zum Kunden und sagen, sag mir, was du brauchst und ich besorge dir, was du brauchst und ich mache dann das. Und das Problem ist, das war auch das eins der Ergebnisse, um es auf den Punkt zu bringen, die Leute wissen gar nicht, was sie brauchen. Also es ist halt in der nächsten Welt so, in der Welt so. Und es macht es ein bisschen schwieriger. Und eine Erkenntnis war, Soft Skills sind die neuen Hard Skills. Also ich brauche keine Teamschulung, ich brauche keine KI-Schulung, sondern ich muss wissen, wie ich diese Fertigkeiten auf die Straße bekomme. Also wir haben für uns festgestellt, digitale Kompetenzen, bei uns hieß es dann digitale, waren Fähigkeiten und Fertigkeiten. Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich in einer dynamischen Umgebung benötige, in einer komplexen Umgebung. Das ist vor allen Dingen diese Veränderungsfähigkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren. Fähigkeiten, die man nicht unbedingt in einem Training lernen kann. Also Wissen weitermachen, auch dieses Thema Erfahrung. Fähig und Fertigkeiten, eine andere Art und Weise, sich das Wissen anzueignen. Lernkompetenz ist ganz wichtig, deswegen sind wir ja auch alle hier. So ein Stück weit, die muss ich auch erstmal entwickeln, die fällt mir auch nicht vom Himmel. Und dann natürlich die auch entsprechend nach den Gegebenheiten effektiv einzusetzen. Ja, und damit bin ich fertig. Ich könnte wahrscheinlich hier noch stundenlang erzählen. Ja, und ich schmeiße hier mal rüber zu dir. Dankeschön. Und jetzt schaue ich zu den Onlinern, weil Jan, du hast deine Meldung zurückgezogen. Ist es okay, dass wir hier den Sack zumachen? Oder? Ja, ja. Über der Zeit. Gut, super. Dann, ich weiß nicht, Max, magst du noch? Also ich von meiner Seite vielen, vielen Dank. Es hat meine Wünsche übertroffen, mit euch so offen und frei nachdenken zu können. Das Board bleibt weiter offen. Schreibt gerne eure Gedanken drauf, weil Max und ich lieben auch Input, sodass wir für die nächste Session weiterdenken können. Und ich finde es cool, dass wir sozusagen auch zweimal irgendwie den Begriff der Agilität nochmal aufgegriffen haben, ohne dass er von uns kam diesmal. Ja, aber ja, also danke für die Beiträge auf jeden Fall. Yeah.